Das Kind ist nach der Auffassung des lebensbezogenen Ansatzes Person. Person von Anfang an in seiner jeweiligen Zeit und Entwicklung. Und Person sein heißt Individuum sein, das heißt einmalig sein. Jedes Kind ist anders. Es hat natürlich auch Gemeinsamkeiten mit anderen Kindern, aber Individuum heißt ja ungeteilt sein, und das müssen wir von Anfang an sehen, wenn von Bild des Kindes die Rede ist. Das Kind ist auch nicht allein ein zu erziehendes. Es hat das Bedürfnis nach Erziehung und nach Bildung. Aber früher sagte die Pädagogik educandus, das können wir heute so nicht mehr sehen, sondern wir müssen das Kind in seiner Ganzheit sehen als Person und als Persönlichkeit und müssen ihm zu seinem gelingenden Leben verhelfen und es pädagogisch begleiten. Begleitung allein reicht nicht aus, sondern ich rede gerne von pädagogischer Begleitung und meine damit, dass beides in ausgewogener Weise berücksichtigt sein muss. Nämlich auf der einen Seite das Kind in seiner Lage und mit seinen Kompetenzen und auf der anderen Seite aber die Erzieherin und die Eltern mit ihren jeweiligen Aufgaben. So wird das Kind in einer umfassenden Weise betrachtet und allseitig gesehen in seinem Personsein und mit Blick auf sein gelingendes Leben.